So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu unserem Hauptgast dieses Abends. Er ist aus Bremerhaven, hat dann an der Universität in Göttingen, an der renommierten Universität in Göttingen, Chemie studiert und mit dem Doktorat abgeschlossen, ist dann bei dem großen Konzern BASF eingetreten und hat sich hochgearbeitet, sehr bald zu einem führenden Forscher und ist dann auch Leiter der Forschungsabteilung dort in dem Haus geworden. Dann hat ihn der Hang zur Energie gepackt und er ist bei Wintershall gelandet, hat sich auch dort durchgeboxt und ist zuletzt dann erfolgreicher CEO, 6 Jahre lang, von 2009 bis 2015 bei Wintershall gewesen. Von dort hat ihn dann der Ruf nach Österreich ereilt. Im Juli 2015 ist er zur OMV gekommen. Seine Performance in diesen 3 Jahren kann sich sehen lassen. Die OMV hat ein bisschen geschlingert vorher immer. Da ist jetzt ein ganz klarer Kurs. mehr als 20.000 Mitarbeiter, mehr als 20 Milliarden, das kann man sich gut merken. Umsatz, ja, das will er aber noch ändern, dass wir uns das nicht mehr so leicht merken können. Wir begrüßen ihn herzlich zum Referat der Energiestandort Europa im Spannungsfeld der Geopolitik. Herzlichen schönen guten Abend, Dr. Rainer Seele. Guten Abend. Ja, vielen Dank. So. Ja, ganz herzlichen Dank für die sehr freundlichen Worte der Einführung. Sehr geehrter Landeshauptmann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin heute sehr gerne in Salzburg. Ja, ich war das letzte Mal bei den Salzburger Festspielen und habe da ganz kräftig geklatscht, weil tolle Aufführung ist. Ich versuche heute eine ähnliche Performance hier Ihnen zu zeigen, damit ich auch einen kräftigen Applaus am Ende bekomme. Wir haben als Thema hier das Thema Energiestandort Europa im Spannungsfeld der Geopolitik. Und meine erste Aussage, die ich eigentlich treffen möchte, ist, dass der Standort Europa in zunehmendem Maße immer mehr im globalen Wettbewerb steht. Nun, jetzt werden Sie sich wahrscheinlich sagen, eigentlich ist das nichts Neues. Das war eigentlich schon immer so der Fall. Aber ich glaube, wir werden viel stärker als bisher nicht nur in einem wirtschaftlichen Wettbewerb, sondern auch in einem politischen Wettbewerb stehen. Denn es ist insbesondere zunehmend zu beobachten, dass wir eine Kopplung haben von Außenpolitik und Wirtschaftspolitik. Sehr deutlich erkennbar am Beispiel der Sanktionspolitik der Vereinigten Staaten. Und wir werden feststellen, dass insbesondere das energiepolitische Umfeld, das wir in Europa hier akzeptieren müssen, mehr oder mehr von geopolitischen Spannungsregionen bestimmt wird. Wenn ich von den geopolitischen Spannungen rede, dann denke ich in erster Linie natürlich an Konfliktherde im Mittleren Osten. Denken wir an die Kriegsereignisse in Jemen. Denken wir daran, dass wir die Sanktionspolitik haben der Vereinigten Staaten, die letztendlich dazu geführt haben, dass das Gleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot auf den internationalen Ölmärkten auseinanderdriftet. Und denken wir auch daran, dass beispielsweise die Handelskonflikte der Vereinigten Staaten, insbesondere mit China, jetzt mehr oder weniger das psychologische Momentum in den Handelsmärkten von Öl bestimmen. Dieses Thema hat natürlich spezielle Auswirkungen auf den Standort in Europa. Und wenn wir über die Auswirkungen sprechen, dann muss ich sagen, es sind natürlich in erster Linie Auswirkungen bei dieser Selektion auf das Wirtschaftswachstum, aber auch in zunehmendem Maße, Herr Landeshauptmann, Sie haben es angesprochen, auf das Thema Versorgungssicherheit. Ich möchte es fast eingrenzen auf das Thema Sicherheit. In der öffentlichen Debatte ist es aber in erster Linie sehr stark das Thema Klimawandel, Klimapolitik und ökologische Faktoren, die wir diskutieren in dem Zusammenhang. In meinem Verständnis brauchen wir, und das ist meine Empfehlung auch für eine europäische Klima- und Energiestrategie,
Wir brauchen einen ausgewogenen Gleichklang der drei Faktoren Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit und Klimaschutz. Und ich betone es, Gleichklang, gleichrangig. Ich bin vor kurzem mal zitiert worden mit dem tollen Satz, wenn das Klima in Österreich noch so schön ist und wenn wir so frische Luft haben, aber alle sind arbeitslos, dann haben wir auch ein Problem. Das heißt, ich sehe hier keine Priorisierung, sondern ich sage, dass eine Energie- und Klimapolitik eine Standort- und Investitionspolitik mit berücksichtigen muss. Ich möchte natürlich als Unternehmer mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit des Standortes beginnen. Und dieses Thema, meine Damen und Herren, ist angekommen. Ich sehe es insbesondere auch in den permanenten politischen Dialog, dass dieses Thema insbesondere auch hier in Österreich sehr, sehr deutlich wahrgenommen wird. Es ist eine Freude zu erkennen, welche Unterstützung wir auch in der Wirtschaft, gerade von der aktuellen Regierung hier erhalten, wenn es darum geht, die Standortbedingungen hier günstiger zu gestalten. Das geht von Arbeitszeitflexibilität hin bis zu Investitionsanreize über bestimmte Steuermodelle. Und die sind natürlich für uns von enormer Bedeutung. Wenn wir über den Wettbewerbsstandort sprechen und dann in dem Kontext, insbesondere wenn es um den Energiestandort Europa geht, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie stehen wir eigentlich im globalen Energiekontext da? Und da haben wir weltweit eine Primärenergienachfrage, die nach den aktuellen Prognosen in eine Richtung zeigt. Die Welt wird immer mehr Energie benötigen. Egal, worüber wir sprechen, wir gehen in einem Zeitraum, und hier haben wir die International Energy Agency Studie, wir gehen über einen Zeitraum der nächsten Jahre bis zum Jahre 2030 kumuliert um einen Zuwachs von 16% aus. Was man auch auf diesem Chart erkennt, und das ist eine globale Aussage, die Zukunft gehört, wenn wir uns das relative Wachstum anschauen, den erneuerbaren Energien. Egal in welchem Land, welches Kontinent wir uns anschauen, die erneuerbaren Energien werden einen größeren Anteil an der Primärenergieversorgung haben. Aber was wir auch erkennen ist, dass langfristig, und jetzt reden wir über das Jahr 2030, noch über die Hälfte des Primärenergiebedarfs von Öl und Erdgas versorgt werden. Das heißt, bei aller Diskussion über den verschiedenen Energiemix, wir werden auch zukünftig auf Erdöl und Erdgas, wenn es um die globalen Märkte geht, einen gesunden Markt haben, der sich global positiv entwickelt. Wie sieht das allerdings aus, wenn wir uns das anschauen in Europa? Und hier ist es insbesondere das Thema Erdgas, das ich hier in den Vordergrund stellen möchte. Denn das Thema Erdgas hat, egal ob wir es global uns anschauen oder kontinental in Europa, unter den Energieträgern eine der besten Wachstumsperspektiven. In Europa greift das Thema Energieeffizienz wesentlich stärker als global. Das ist der Grund, warum wir bei dem Primärenergieverbrauch in Europa nicht von einem Wachstum des Verbrauches ausgehen, sondern von einem Rückgang. Und wie Sie sehen, kumuliert wird der Primärenergieverbrauch in Europa um 11% zurückgehen. Was man auch sieht, ist die gleiche Story. Die erneuerbaren Energien haben eine sehr gute Perspektive. Wenn wir uns aber die Kohle anschauen, wo der Anteil auf einem höheren Niveau von 17% auf 11% zurückgeht, dann ist es eine ganz klare Prognose hier, dass die Kohle mehr und mehr in Europa unter Druck kommen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit und nicht, ob ein Ausstieg aus der Kohle, insbesondere in der Stromerzeugung, erfolgen wird. Für Öl und für Erdgas ist die Prognose unterschiedlich. Wie Sie sehen, wir werden bei den Ölmärkten und bei dem Ölverbrauch in Europa
bis zum Jahr 2030 eher von einem rückläufigen Markt sprechen, wenn wir beim Erdgas eine zunehmende Versorgung des Marktes mit Erdgas haben. Gerade das Erdgas ist für mich von Bedeutung, wenn nämlich dieser Wachstumsmarkt in Europa, der für uns da interessant ist, wenn nämlich dieses Erdgas begleitet wird von einer Situation, wo wir in diesem Zeitraum bis 2030 eine Abnahme der Eigenproduktion von Erdgas in Europa erwarten. Derzeit, meine Damen und Herren, können wir über einen Daumen gepeilt sagen, jeder zweite Kubikmeter Erdgas, den wir hier benötigen, produziert Europa noch alleine. In diesem Zeitraum bis 2030 geht er auf weniger als ein Drittel zurück. Ich werde Ihnen auch zeigen, was der Grund dafür ist, auf einem meiner nächsten Charts. Aber wenn das der Fall ist unter dem Aspekt der rückläufigen Eigenversorgung, heißt das auf der anderen Seite, dass Europa zur Versorgung der Erdgasmärkte wesentlich stärker und höhere Mengen importieren muss, um letztendlich das Versorgungsniveau aufrechtzuerhalten. Und wenn dieses mehr importiert werden muss, dann kommt natürlich das Thema Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerbssituation in der Beschaffung der Energiemengen für den Standort Europa an erster Stelle. Und was ich Ihnen hier aufgezeichnet habe, ist das Preisniveau für Erdgas in den drei kontinentalen Regionen. Und wenn Sie sich das anschauen, dann stellen Sie fest, dass die Amerikaner zu 100% Eigenversorgung machen, kein Erdgas importieren müssen und aufgrund der Anwendung der Fracking-Technologie Erdgas zu den global günstigsten Konditionen in diesem Standort anbieten können. Wenn wir uns das anschauen im Vergleich zu Europa, dann müssen wir sagen, wir haben einen Standortnachteil beim Erdgas in der Verpreisung, der etwa doppelt so hoch ist, fast dreimal, je nachdem, in welchem Zeitraum ich mir das anschaue. Und dann muss man natürlich sagen, China zahlt derzeit einen Gaspreis, der fünfmal so hoch ist wie ein Produzent in den Vereinigten Staaten. Und nun ist es natürlich ein gewisses Spannungsfeld. Schauen Sie, wenn Sie Kunde in Europa sind, möchten Sie den Erdgaspreis von USA haben. Und wenn Sie Produzent in USA sind, dann möchten Sie am liebsten den Gaspreis von Europa oder China haben. Das ist es. Was aber von Bedeutung ist, meine Damen und Herren, wenn wir uns anschauen, dass wohl in den Vereinigten Staaten dieses Erdgas noch in der Gestehungskosten der Produktion ein so niedriges Preisniveau hat, müssen sie einen erheblichen Aufwand betreiben, um dieses kontinentale Gas von den Vereinigten Staaten bei uns in Europa verfügbar zu machen. Sie müssen dieses Gas verflüssigen. Na, erst müssen Sie es an der Küste transportieren, dann müssen Sie es verflüssigen, dann müssen Sie es auf einen Flüssiggastanker verladen und dann müssen Sie es regasifizieren und in Europa wieder transportieren. Wenn Sie diese ganzen Komponenten zusammennehmen, dann kommen Sie auf ein Gaspreisniveau, das leicht über dem liegt, was ich Ihnen hier gezeigt habe. Und es ist unsere Verpflichtung als Energieunternehmen in Österreich und Europa, die günstigste Erdgasquelle für unsere Kunden in Europa zu beschaffen. Es ist für mich keine Akzeptanz vorhanden, wenn es darum geht, Erdgas beispielsweise über Flüssiggastanker aus den USA einzukaufen, das derzeit etwa ein Drittel preislich über dem liegt, was wir für Erdgas aus Russland bezahlen müssen. Ich meine, ich kann Sie ja mal testen. Wer von Ihnen wäre denn bereit, dass ich Ihnen das Gas für ein Drittel teurer verkaufe, aber ich mache eine amerikanische Flagge da drauf? Und es ist auch nicht die Politik bereit, uns hier eine Kompensation zu zahlen, dadurch, dass wir jetzt eine Diversifizierung der Quellen vornehmen. Es ist keiner, weder der Markt noch die Politik und schon gar nicht die Importunternehmen bereit, in irgendeiner Form eine Diversifizierungsprämie zu zahlen. Wenn es aber um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes geht, dann müssen wir doch sagen,
Wir Europäer müssen versuchen, dieses Preisniveau nach unten zu bringen und nicht Energie importieren, die dieses Preisniveau im internationalen Wettbewerb noch nach oben schraubt, sodass wir dann unsere Wettbewerbsfähigkeit noch stärker verlieren. Wenn wir zukünftig als Europäer Energie im höheren Maße importieren müssen, weil unsere eigenen Quellen entweder versiegen oder wir unsere eigenen Quellen aufgrund eines technologischen Verbotes nicht weiter erschließen können, dann bekommt das Thema Versorgungssicherheit, meine Damen und Herren, eine andere Qualität und einen anderen Stellenwert. Allerdings nicht nur für Europa. Wenn wir uns diese drei von mir genannten kontinentalen Regionen anschauen, USA, sagen wir mal China und Europa, dann verfolgen diese drei Regionen in puncto Versorgungssicherheit, und ich nehme mal wieder das Beispiel Erdgas, ganz unterschiedliche Strategien. In den Vereinigten Staaten gibt es eine Strategie, die heißt America First. Investitionen in die amerikanische Produktion und setze darauf, dass wir weiterhin dieses niedrige Energiepreisniveau nutzen können, um unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere auch was die Standortattraktivität für Investitionen betrifft, weiterhin genießen können. Das heißt, Strategie in den USA, ganz klar, investiert in die Versorgungssicherheit, indem wir die Eigenproduktion so lange wie möglich aufrechterhalten zu den niedrigsten Kosten. Unter Anwendung einer in Europa zweifelhaften Technologie, nämlich durch das Fracking von Schiefergas, wo in Amerika das Thema Umweltaspekte sekundär sind. Und das ist ein weiterer Aspekt, meine Damen und Herren, wie wir Europäer uns das mal anschauen müssen. Auf der einen Seite sagen wir in Europa, wir wollen Erdgas in Europa nicht produzieren und unter Anwendung der Fracking-Technologie. Auf der anderen Seite sagen wir aber, wir wollen Erdgas aus Amerika importieren, das unter Anwendung der Fracking-Technologie gefördert wurde. Ist es für uns Europäer mehr akzeptabel, wenn eine Technologie, die bei uns keine Akzeptanz hat, woanderwärts angewendet wird? Ich frage ganz bewusst etwas provokativ. Denn wir haben manchmal bei dieser Diskussion die Einstellung, dass wir das Klima hier in Österreich retten wollen und der Rest der Welt macht nicht im gleichen Maße mit. Die zweite Strategie in Asien ist auch eine interessante. China. China verfolgt die Strategie, eine Absicherung der Energieversorgung an der Quelle. China kauft sukzessive mit einem Staatsauftrag die Öl- und Gasfelder auf unserem Planeten auf, da wo es möglich ist. Der Großteil von Afrika ist weitestgehend schon unter chinesischer Eigentumskontrolle. Jetzt bewegt sich China sukzessive in Finanzierungsprojekte nach Russland. China bewegt sich sehr, sehr intensiv Richtung dem Mittleren Osten. Ich werde Ihnen zeigen, warum China sich gerade in diese Region gibt. Aber es ist ganz eindeutig so, eine Absicherung der Energieversorgung des Landes an der Quelle durch Erwerb dieser Quellen. Was ist die Strategie von Europa? Bloß kein Fracking, Eigenversorgung eher zweitrangig, bloß kein zusätzliches Öl und Gas aus Russland. Und Versorgungssicherheit können wir vielleicht über Speicher darstellen. Das ist übrigens ein ganz großes Plus. Wenn Europa sich im kontinentalen Vergleich mit einem hervorhebt, dann ist es der hohe Grad an Versorgungssicherheit, den die Industrie aufgebaut hat über viele Jahrzehnte durch außerordentlich hohe Speicherkapazitäten. Nehmen wir das Thema Erdgas. Wir haben hier in Österreich einen Jahresverbrauch von 8 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Unsere Speicherkapazität in Österreich beträgt 8 Milliarden Kubikmeter. Was heißt das? Wenn alle meine Produzenten ausfallen, wenn alles Gas nicht mehr kommt,
dann kann ich Ihnen ein Jahr lang dieses Gas aus den Speichern in Österreich liefern. Es gibt kein Land in Europa, das eine ähnlich komfortable Position hat wie Österreich. Was ist meine Empfehlung beim Thema Versorgungssicherheit an die europäische Politik? Meine Empfehlung ist, lasst uns eine Strategie entwickeln, die eine Absicherung entlang der gesamten Versorgungskette von Erdgas und Erdöl betrifft. Das heißt, lasst uns über Investitionen die Quelle sichern, lasst uns über Investitionen den Transport sichern und lasst uns über Investitionen in den Märkten die Absicherung durch Speicherkapazität angehen. Wenn wir dieses Konzept verfolgen, müssen wir uns jetzt mal gemeinsam an die Quelle bewegen. Denn eins ist klar, als der liebe Gott die Öl- und Gasfelder auf unserem Planeten verteilt hat, hat er leider seine Liebe zu Europa nicht entdecken können. Sie sehen, wir Europäer, da können wir noch so viel an Investitionen in die Eigenförderung machen, wir kratzen die Emaille aus dem Pott. Es ist nicht mehr viel da. Wenn wir uns das anschauen, wo ist die große Akkumulation von Öl und Gas, dann gibt es ein Gebiet, das sich hervorhebt. Das ist der Mittlere Osten, insbesondere wenn wir über die Ölreserven sprechen. Und dann ist es Russland, insbesondere wenn wir über die Gasreserven sprechen. Wenn wir jetzt das Thema Erdgas mal wieder uns vornehmen, dann haben diese beiden Regionen einen ganz klaren Unterschied. Und zwar ist es die Verfügbarkeit oder die Nähe zu dem europäischen Markt. Wenn wir Gasprojekte außerhalb von Europa anschauen, dann sind diese Reserven, die in unmittelbarer Nähe Richtung Europa sind, von Bedeutung, die wir direkt auch mit Europa verknüpfen können. Und das ist das Erdgas von Russland. Russland ist die einzige Region, meine Damen und Herren, die in Pipeline-Reichweite von Europa sich befindet. Wenn wir mal uns die Karte anschauen, müssen wir feststellen, Russland ist sogar ein Teil von Europa. Das heißt, wir können über eine Pipeline diese Gasreserven in Russland den europäischen Markt verfügbar machen. Wenn wir jetzt über den Mittleren Osten sprechen, nehmen wir mal Katar als ein Beispiel, dann ist die Distanz zu Europa so groß, dass wir genau das Prozedere, was ich Ihnen für USA erklärt habe, dort auch machen müssen. Das heißt, wir müssen das Gas verflüssigen und als Flüssiggas nach Europa bringen. Wenn wir jetzt diese beiden Unterschiede, die ich hier rausgearbeitet habe, uns mal anschauen im Punkto Versorgungssicherheit, dann ist da ja ein ganz wesentlicher Unterschied. Wenn Sie Erdgas importieren aus einer Region und Sie befördern es durch eine Pipeline, ich schließe jetzt mal aus, dass uns irgendeiner aus der Pipeline das Gas klaut. Das soll in einigen Ländern mitunter passieren. Wenn Sie das über die Pipeline transportieren, ist die finale Destination bestimmt. Das heißt, das Gas, was ich dort einspeise in Russland, kommt zu 1000% bei uns in Europa an. Wenn ich das Gas verflüssige, bin ich wie beim Öl in einem globalen Markt und dieses LNG, dieses Flüssiggas, folgt nicht ihrem Vertrag, sondern dem Preis. Das heißt, hier haben Sie die Flexibilität. Wenn die Arbitrage, also die Preisunterschiede zwischen den jeweiligen kontinentalen Märkten sehr hoch ist, dass ein LNG-Tanker, der ursprünglich auf dem Weg nach Europa ist, an Europa vorbeifährt und in Asien landet. Das macht den Unterschied. Wenn wir uns das Thema Flüssiggas noch mal ein bisschen genauer anschauen, weil das, meine Damen und Herren, ist so ein bisschen ein Hoffnungstrend für Europa, wenn es darum geht, unsere Bezüge und Importe zu diversifizieren und wenn es darum geht, auch neue zusätzliche Mengen unter Vertrag zu nehmen, dann kann man zwei Dinge hier festhalten. Sowohl die
die Flüssiggaskapazität wird weltweit zunehmen, wie Sie sehen, von 388 auf 679 Milliarden Kubikmeter in 2025. Und auch die LNG-Nachfrage wird in diesem Zeitraum von 246 auf 412 Milliarden Kubikmeter steigern. So, wenn man sich das Bild anschaut und wir beginnen mal mit der Verflüssigungskapazität, dann werden Sie feststellen, dass im Jahre 2015, und das gilt auch noch für heute, der weltgrößte Flüssiggasproduzent Katar ist. Dieses wird sich aber in Kürze sehr schnell ändern, denn die großen Investitionen für Flüssiggas weltweit gehen nach Australien. Australien wird also mindestens so groß, und ich gehe davon aus, Australien wird der weltgrößte Flüssiggasproduzent werden innerhalb der nächsten Jahre. Und jetzt erkennen Sie das Interesse der Amerikaner, insbesondere auch durch Sanktionspolitik verschiedene andere kontinentale Märkte zu öffnen. Die Amerikaner investieren mit großen Milliardensummen eine Geschichte der Flüssiggaskapazitäten in großem Maße, nämlich von über 100 Milliarden Kubikmetern, und sie suchen dafür natürlich den Exportmarkt. Und jetzt schauen wir uns mal die Nachfrageseite an. Wer ist denn eigentlich derjenige, der Flüssiggas benötigt? Dann werden Sie feststellen, dass es heute, zu 80% und zukünftig zu gut 70% Asien ist. Der Flüssiggasmarkt auf unserem Planeten schlichthin ist der asiatische Markt. Und wenn Sie sich an meinen Preischart zurückerinnern, was ist denn das Gaspreisniveau in China? Dann ist es eines der wesentlichen Gründe, warum das Gaspreisniveau über Europa liegt. Der asiatische Markt ist ein Flüssiggasmarkt und hat höhere Gestehungskosten und dementsprechend ein höheres Preisniveau. Das ist auch der Grund, und darum habe ich diesen Pfeil gesetzt, warum wir in Europa riesige Terminals gebaut haben, um Flüssiggas zu regasifizieren, also zu empfangen. Und die Auslastung dieser Terminals ist irgendwie zwischen 20% und 25%. In diesem Jahr, meine Damen und Herren, ist so wenig Flüssiggas nach Europa gekommen wie selten zuvor. Warum? Das von mir genannte Arbitragepotenzial hat dazu geführt, dass die Preise in Asien höher waren als in Europa, und darum sind die Tanker alle an uns vorbeigefahren. Wenn wir uns das anschauen in einer Vertragsstruktur, und wissen Sie, wir haben ja bei OMV beide Arten von Verträge. Wir haben sowohl Pipeline-Gas als auch Flüssiggasverträge. Da müssen wir feststellen, dass wir gerade bei den Flüssiggasproduzenten eine Klausel haben, die wir bei den Pipeline-Produzenten nicht haben. Die nennen das Seller's Flexibility. Seller's Flexibility auf Neudeutsch übersetzt ist the right not to deliver. Das heißt, wenn Sie meinetwegen 10 Cargos unter Vertrag haben als eine maximale Menge, garantiert Ihnen der Produzent eins. Sie müssen aber Kapazitäten vorhalten für 10. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, warum die Auslastung der Terminals in Europa so gering ist. Europa wird im weit großen Maßstab zu nach der Zeit gut 90% über Pipeline-Gas versorgt. Und wenn wir das in puncto Versorgungssicherheit uns anschauen, das ist eine verwirrende Karte. Ich versuche sie einfach zu erklären. Was wir hier haben, sind verschiedene Pipelines, die russisches Erdgas zum europäischen Markt bringen. Und da unten gibt es eine Pipeline, da steht Urengoi Uschgorod dran. Das ist die Pipeline, über die wir hier in Österreich in Form eines Monopoltransportes zu 100% unser Gas aus Russland erhalten. Zu 100%. Jeder zweite Kubikmeter von Erdgas in Österreich
kommt derzeit über Langfristverträge aus Russland. Und wir bekommen dieses Gas seit 50 Jahren. Und das seit 50 Jahren über diese Route. Und seit 50 Jahren, meine Damen und Herren, ist jeder Kubikmeter mit jeder Qualität, mit jeder Verpreisung wie vertraglich vereinbart geliefert worden. Und es war immer wettbewerbsfähiges Gas gewesen. Warum, wenn das immer so gut in der Vergangenheit funktioniert hat, wollen wir denn jetzt eigentlich diese Routen, die da zusätzlich aufgezeichnet sind, und insbesondere diese Pipeline da oben, die natürlich immer in der öffentlichen Debatte ist, nämlich Nord Stream 2, warum wollen wir diese zusätzlichen Pipelines denn bauen? Und das ist natürlich unsere Verpflichtung als Energiewirtschaft gemäß § 1 Energiewirtschaftsgesetz, dass wir für die Versorgungssicherheit zu garantieren haben. Und das ist ein Punkt, wo ich jetzt anfange, nachdenklich zu werden. Denn diese Route, diese Monopolroute, die insbesondere durch die Ukraine geht, die hat eben den Nachteil, dass über die Jahrzehnte die Transporte wohl bezahlt wurden, aber diese Einnahmen nicht dazu verwendet wurden, um dieses Pipeline-System auf ein hochtechnischen, verlässlichen Niveau zu halten. Wir sehen das anhand von Druckschwankungen in unserer Dispatching-Zentrale. Und wir sehen das eigentlich schon und bemerken das eigentlich schon seit über 10 Jahren, dass hier Erhaltungsinvestitionen und Maßnahmen in dieses Pipeline-System vorgenommen werden müssen. Das Problem ist, es finden sich keine Investoren, um dort in dieses System zu investieren. Und das Problem ist, dass diese Transiteinnahmen auch heute nicht dazu verwendet werden, um dieses Pipeline-System in Schuss zu halten. Und da müssen sich die Frage stellen, ja, wollen wir denn mit dieser Kenntnis, mit dieser technischen Kenntnis, wollen wir dann dieses Prinzip weiterführen? Nein. Warum wollen wir jetzt dieses, oder was spricht für das Nord Stream 2 Projekt? Erstens, das von mir angesprochene Thema Diversifizierung der Importrouten. Wenn wir Druckschwankungen haben auf der bestehenden Route über die Ukraine, können wir diese ausgleichen durch ein zweites System. Und wir ersetzen, meine Damen und Herren, aus Sicht von Österreich ein Transitland Ukraine mit ein Transitland Deutschland. Über die Verlässlichkeit möchte ich mich jetzt nicht auslassen, denn Sie wissen, ich bin ja in Deutschland geboren und darum befangen. Das Zweite ist, wir haben eine wesentlich kürzere Transitstrecke von den russischen Gasfeldern zu unserem Markt. Die Distanz von den sibirischen Gasquellen ganz da oben im Norden zu Deutschland ist über 1000 Kilometer kürzer, als wenn man dieses ganze Gas in den Süden runterpumpt und dann gen Westen Richtung Deutschland bewegt oder Richtung Österreich. Das heißt, die Transitkostenbelastung ist geringer und damit die Wettbewerbsfähigkeit aufgrund geringerer Kostenbelastung des Gases auch besser. Und das weitere Argument, was ich hier natürlich habe, ist, dass die Nord Stream 2 Pipeline kein Transitland mehr hat. Es schwimmt auch in der Ostsee nicht irgendein Haifisch, der die Pipeline anknabbert. Dementsprechend haben wir hier eine sehr hohe Verlässlichkeit des Systems. Und wir müssen sagen, dass zusätzliche Mengen und zusätzliche Kapazitäten verfügbar sind. Was spricht dagegen in der Diskussion? Denn sie ist ja nicht unumstritten, unser Pipeline-Projekt. Und unsere Opponenten nennen fehlende Transiteinnahmen, insbesondere in Polen und in der Ukraine. Und sie nennen uns eine zunehmende Abhängigkeit von Russland. 50 Jahre Verlässlichkeit. Meine Antwort ist immer, wir brauchen das Gas aus Russland und Russland braucht unseren Euro. Und es ist sehr wettbewerbsfähig. Ich muss mich beeilen, Sie sitzen so. Ja gut, dann gehe ich sehr schnell jetzt da durch. Wenn wir über klimaschonend sprechen, dann ist es der Ausstieg von Gas. Meine Botschaft, die ich hier für Sie habe, ist, wenn wir über den Kohleausstieg bei der Stromerzeugung sprechen, dann haben wir eigentlich keinen Handlungsbedarf in Österreich, schauen Sie, da ist die 5, sondern wir haben es eher in Osteuropa.
wo nämlich ein Anteil von bis zu 80% beispielsweise in Polen ist, und wir haben es in Deutschland. Und in Deutschland haben wir eine Klimastrategie oder eine Energiewende im Strombereich, der nicht zu zum Rückgang von CO2-Emissionen geführt hat. Wir haben es im mobilen Bereich aber geschafft, die CO2-Emissionen in Deutschland oder in Europa deutlich runterzubringen. Im Automobilbereich um 30%. Wir haben aber jetzt doch eine Wendediskussion auch in Deutschland, ausgelöst durch den Dieselskandal. Und der Dieselskandal hat dazu geführt, dass der Kunde außerordentlich verunsichert ist. Sie wissen nicht, wenn Sie sich jetzt einen Diesel kaufen, kann ich morgen damit noch in die Stadt fahren und dann kann ich ihn auch zu einem ordentlichen Preis im Sekundärmarkt weiterverkaufen. Wenn man sich das anschaut, was für eine Diskussion wir jetzt führen, und die ist ja durch eine Diskussion NOx und SOx getriggert, also durch den sauren Regen, der eigentlich nicht mehr wahrnehmbar ist, dann beobachten wir jetzt, dass die Verunsicherung der Kunden dazu führt, dass sie nicht mehr das Dieselauto, sondern den Benzinwagen bevorzugen. Wir alle denken ja, jetzt ist das das Elektroauto. Nein, das beobachten wir nicht. Es ist der Benziner. Und wenn Sie sich den Benziner anschauen, dann stellen Sie fest, dass die spezifischen CO2-Emissionen viel höher sind und dass wir eigentlich eine alternative Lösung mit einem Erdgasfahrzeug hätten, wo wir etwa 20% der CO2-Emissionen kürzen können. Dann schauen wir uns doch mal nur die CO2-Emissionen von dem Elektrofahrzeug an. Und wenn wir dann uns die Frage stellen, wo kommt denn das Elektron her, mit welcher CO2-Bilanz, dann werden Sie feststellen, dass bei dem Kraftwerkspark von Deutschland die CO2-Emissionen auf dem Niveau des Benziners liegen. Denn der Auspuff des Elektrofahrzeugs in Deutschland ist das Kohlekraftwerk in Nordrhein-Westfalen. Wir unterstützen die Klimapolitik der Bundesregierung, und das war ja auch eine intensive Diskussion, insbesondere bei Heizung bei den Häuslebauern und bei den Betreibern. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist ein Trend, den sehen wir eh. Es gibt keine Neubauten, wo eigentlich sich jemand entscheidet für einen Ölheizkessel. Wenn man sich aber mal anschaut bei den Ölheizungen, das Thema Staubemissionen. Und das Thema Staubemissionen ist das Wesentliche, warum in Peking beispielsweise diese hohe Belastung da ist. Da stellen Sie fest, wenn ich das rein von den Feinstaubemissionen mal betrachte, ist die Ölheizung eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn wir aber jetzt einen Umstieg von einer Ölheizung wirklich haben wollen, dann empfehle ich Ihnen den Umstieg auf eine Gasheizung, aber bestimmt nicht den Umstieg auf eine holzbetriebene Heizung, die nämlich das Niveau von Kohle hat. Und stellen Sie sich das einfach mal nur vor, Sie sitzen in Ihrem Wohnzimmer, Sie machen sich einen schönen Feuer in Ihren Kamin mit Holz und der Kamin zieht nicht mehr ab. Und diese Abgase gehen in das Zimmer. Sie machen sofort das Fenster auf. Und nun stellen Sie sich vor, Sie sind in der Küche und kochen mit diesem tollen OMV-Gas sich ein herrliches 5-Sterne-Menü und Sie müssen kein Fenster öffnen, nur wenn es angebrannt ist. Das zum Thema Umstieg. Wenn wir die Klimastrategie haben und wenn wir der Meinung sind, dass wir wirklich aus Ölheizung aussteigen sollen oder reduzieren sollen, bitteschön, dieses Chart ist, glaube ich, überzeugend. Jetzt wollte ich Ihnen eigentlich noch die OMV-Strategie erzählen. Das kann ich nur noch im Schnellritt, entschuldigen Sie mir das kann er dann noch mal fragen. Also, wir reagieren in unserer Strategie darauf, dass wir mehr Erdgas in unserer Wachstumsstrategie produzieren werden, weil Ölverbrauch zurückgeht längerfristig. Wir konzentrieren uns im Raffineriesektor nicht mehr auf Benzin und Diesel längerfristig, sondern wir werden mehr in die Petrochemie investieren. Wissen Sie, es ist ein totaler Schmarrn, dass wir sagen, wir brauchen in der Zukunft kein Öl mehr und Österreich kann ohne Öl auskommen. Sie würden all das, was Sie hier sehen, das ist alles Ölprodukte, diese Farbe, diese Ledersessel, die Beschichtung von irgendwelchen Platten, das sind alles Ölprodukte, die letztendlich aus dem petrochemischen Prozess entstehen. Und wir werden das Öl zukünftig mehr veredeln und weniger verbrennen. Das ist die Strategie der OMV. Wir werden
unsere Absatzmärkte diversifizieren, weniger in Europa und mehr in Asien werden wir investieren und auch als Absatzmarkt haben. Und wir werden uns wohl nicht darum kümmern, wenn es um erneuerbare Energie geht, dass die OMV in Solarpanels und in Windräder investiert. Das kann der Wolfgang Anzengruber, das ist ja auch ein Platzhirsch hier, das kann der viel, viel besser. Da habe ich keinen Wettbewerbsvorteil. Ich kann nicht ein Windrad besser bauen als der Wolfgang. Ich kann auch nicht die Solarpanels besser installieren. Das machen die super. Unser Beitrag ist woanders. Wir nehmen uns beispielsweise in einem solchen Reol-Prozess ein ganz großes ziviles Problem vor. Was machen wir mit dem Abfall? Und das ist meine Schlussbemerkung. Diesen Abfall nutzen wir als Rohstoff. Wir sammeln Plastikmüll ein, der häufig in den Meeren landet, und nehmen diesen Plastikmüll als einen Rohstoff, um daraus hochspezifisch ganz exzellentes Rohöl zu produzieren. Und das werden wir noch irgendwann mal im Markt zur Verfügung stellen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Danke. War, war super kompakt. Vielen Dank, Dr. Seele. Jetzt möchte ich zu Beginn sagen, selbst wenn Sie Windräder besser bauen könnten, wie der Herr Diplom-Ingenieur Anzengruber, hier könnten Sie trotzdem keins aufstellen. Ich will es ja auch nicht. Weil in Salzburg sind die momentan nicht wohl gelitten. Ich möchte nur ganz, dass wir ein paar Themen ganz kurz nochmal ansprechen, die mich sehr interessieren im politischen Zusammenhang. Wir hatten heute in der Nacht Wahlen in den USA. Midterm, wird das irgendwas an der Energiegewinnungsstrategie von Trump und Co. ändern, an diesen Dingen, die Sie hier aufgezeigt haben, die Expansion und so weiter? Man muss abwarten. Ja, also man muss abwarten. Ich glaube, die Auswertung muss erstmal erfolgen. Ich kann nicht erkennen, dass aufgrund dieser Wahl sich beispielsweise die Sanktionspolitik der Amerikaner gravierend ändern wird. Ja. Auch nicht gegenüber dem Iran, Sie ja auch Ihre Interessen haben. Naja, ich meine, wir müssen noch mal sehen, im Iran, da fahren wir doch alle Berg- und Talfahrt, ja. Ich meine, wir haben dieses Abkommen hier in Wien unterzeichnet. Es hat also dementsprechend auch eine sehr hohe Bedeutung, insbesondere für Österreich. Denn wir haben diesen Prozess eingeladen und begleitet. Wir sind alle euphorisch gewesen und innerhalb kürzester Zeit, aufgrund der Haltung von einem Unterzeichner, der seine Unterschrift jetzt offenbar auslöscht, sind wir alle wieder zurück auf Los. Und was ich natürlich erkenne, ist doch ein sehr, sehr hohes Frustrationspotenzial. Ich gehöre vollkommen dazu. Wir haben uns sehr viele Hoffnungen gemacht, denn das ist wirklich insbesondere für die Ölförderung eine sehr, sehr interessante Region. Aber ich kann nicht erkennen, dass sich hier in irgendeiner Form eine Änderung ergeben wird. Sie sind jetzt auch nach Südostasien gegangen. Malaysia ist ein Ziel für Sie geworden. Ist das nicht ein bisschen weit weg aus österreichischer Sicht? Oder muss man solche Dinge wie Entfernung längst vergessen? Naja, die Austrian Airlines fliegt auch in diese Region. Also nicht direkt nach Malaysia, aber ich meine, wir kommen da schon hin. Für uns ist ja nicht die Entfernung zu Österreich von Bedeutung. Ist Österreich, da sind unsere Wurzeln. Wir bekennen uns auch zu Österreich als OMV. Aber wir müssen natürlich die Opportunitäten müssen wir natürlich schon wahrnehmen, die auch außerhalb von Österreich sind. Denn ich habe mir das Bild gezeigt, dass also in Österreich und auch in Europa die Öl- und Gasvorkommen doch ziemlich überschaubar sind. Und wir haben ganz klar den Beschluss gefasst, dass wir uns in die Wachstumsmärkte hineinbewegen. Und das ist eben Asien. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal, wir können den asiatischen Markt aus irgendeiner Produktion in der Nähe des Marktes versorgen. Das ist unsere Mittlere Osten-Strategie. Da nutzen wir dann den Rohstoff-Einsatzstoffkostenvorteil. Oder wir gehen in die Märkte hinein und produzieren dort. Und das machen wir eben jetzt in Malaysia, dass wir dort in die Gasproduktion einsteigen und damit insbesondere Malaysia und China vor Ort direkt versorgen. Ein Gedanke noch zum Brexit, der bevorsteht. Heißt es irgendwas für den europäischen Energiemarkt und auch die OMV?
Na, ich glaube, es ist nicht speziell der Energiemarkt, der hier betroffen ist. Wir werden weiterhin unser Gas nach England liefern, auch wenn sie nicht mehr Mitglied der EU sind. Aber Sie haben ja ein Büro in London auch, Niederlassung. Ja, wir haben unsere Trading-Einheit haben wir noch in London sitzen. Das ist das Einzige als OMV. Aber wir werden als OMV hier nicht in irgendeiner Form irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen müssen. Gut, kommen wir zu Ihrer Strategie. Kurz auch, die Bundesregierung hat heute präsentiert, die erdölfreie Zukunft Österreichs hat begonnen. Ja. Die Ministerin Köstinger, Minister Fassmann und der Infrastrukturminister haben eine bioökonomische Energierevolution für Österreich ausgerufen, die am Ende kein Öl mehr braucht. Das kann Ihnen ja überhaupt nicht schmecken. Ich stimme da auch gar nicht zu. Das habe ich ja auch in meinem Vortrag ziemlich deutlich gesagt. Ja. Also, dass wir eine erdölfreie Zukunft für Österreich haben, ist natürlich eine Frage, wann. Ja, wir können uns da vielleicht drüber unterhalten, dass das die Reserven... Das wird erst im nächsten Frühjahr präsentiert waren. Naja, ich meine, du könntest drüber unterhalten, dass vielleicht in 200, 300 Jahren das Erdöl ausgefördert ist, dann würde ich dem zustimmen. Aber das ist sicherlich für eine Legislaturperiode auch sehr weit weg. Was für mich klar und deutlich ist, wir werden und insbesondere in der chemischen Industrie diesen Rohstoff weiter brauchen. Und wenn wir uns jetzt einfach von einem Rohstoff lossagen, ohne wirklich durchzudenken, was hat das eigentlich für Konsequenzen? Schauen Sie mal, wir haben derzeit keine technologische Alternative, um beispielsweise Flugzeuge mit der nötigen Energie zu versorgen, damit wir auch diesen Verkehr soweit aufrechterhalten können. Und ich sage Ihnen eins, so ein A380 ist mein Lieblingsflugzeug. Was meinen Sie, was da an Jetfuel reingeht? Das ist ein super Absatzmarkt, den wir auch weiterhin als einen hervorragenden Absatzmarkt behalten werden. Denn es gibt technologisch keine Alternative dazu. Versuchen Sie mal ein A380 mit einer Batterie zu starten. Ich weiß nicht, ob sie 3 Meter weit kommen oder was. Aber nicht sehr sauber. Das Kerosin gilt ich habe jedenfalls Zweifel, das umzusetzen. Nicht sehr sauber. Ja? Arbeiten Sie da daran, ein saubereres Kerosin zu entwickeln? Naja, wir haben total saures Kerosin. Lassen Sie hier bloß nicht einen falschen Eindruck entstehen. Wir haben ein Forschungsprojekt zusammen mit Lufthansa und Austrian Airlines, dass wir die Energiedichte des Kerosins verbessern wollen. Das ist in der Tat möglich durch Zusatz von sogenannten Kraftstoffadditiven und das sind meistens auch bioenergetische Produkte, die wir da nehmen, also Fettsäureester beispielsweise. Mhm. Wir haben da aber bestimmte Grenzen. Und die Grenzen ist, dass wir eigentlich eine Qualität erreichen müssen, dass dieses Kerosin in 10.000, 15.000 Meter Höhe bei minus 55, minus 60 Grad auch noch stabil ist. Denn je mehr Sie von solchen hochenergetischen Komponenten dazusetzen, umso mehr flockt das aus. Und wenn das ausflockt und die Düse ist verstopft, dann ist das fast wie mit der Batterie. Ja. Ne? Das Widersprechen an die Regierung werden Sie sicher bald abgewöhnen müssen, wenn der Finanzminister die OMV mehr an die Kantare nehmen wird, also mit dieser Umgestaltung in die ÖBAG. Oder befürchten Sie da überhaupt nichts? Na, wenn mich jemand eine Kantare nehmen kann, ist das nur meine Frau. Das wollen wir mal ganz klar sagen. Ja? Aber wenn wir uns das mal jetzt ohne Schmerz anschauen, dann müssen wir das sagen, die OMV ist ein börsennotiertes Unternehmen und unterliegt den Aktienrechten in diesem Land. Ich habe bisher nicht ein Vorgang gesehen, dass wir sagen, wir wollen das Aktienrecht ändern oder wir wollen es umgehen. Auch nicht bei dem, was der Finanzminister jetzt als neue Beteiligungsstruktur oder wie er seine Beteiligung an der OMV und an anderen Unternehmen managen möchte. Alles, was ich gesehen habe, ist natürlich, dass die Republik Österreich jetzt ein Interesse hat, direkt bei den Unternehmen an den Tisch zu sitzen. Entschuldigen Sie, wenn ich 31,5% habe bei irgendeinem Beteiligungsunternehmen und ich würde zu meinen Aktionären sagen, ach wisst ihr, aus irgendeiner öffentlichen Diskussion heraus nehme ich nicht direkt meine Interessen in den Unternehmen wahr, da hätte ich ein Riesenproblem. Also insofern kann ich das verstehen und sehe das eher positiv, dass wir jetzt unsere Strategie direkt mit unserem Hauptaktionär, nämlich mit der Regierung, abstimmen können. Und ich sehe es eher vorteilhaft, denn die vielen Erfolge, die wir gerade in den letzten 2 Jahren bei der OMV hatten,
Die konnten wir im Wesentlichen durch die Unterstützung der Regierung erreichen. Und darum sehe ich eigentlich in diesem direkten Dialog eher einen Vorteil für die OMV als einen Nachteil. Das operative Geschäft unserer Firma wird gemäß Aktienrecht genau ausgeführt werden. Ich bin vor Beginn der Veranstaltung von mehreren Besuchern gebeten worden und Sie haben sie auch angesprochen. Ein Spezialthema, das vielen hier immer einfällt, wenn Sie auf der Bühne sind, nämlich Russland noch einmal kurz anzusprechen. Ja, das wundert mich jetzt aber. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie gelten als russlandfreundlich, sage ich mal, aus guten Gründen, die Sie heute hier erklärt haben. Geht Ihnen das selbst schon auf den Geist, dass Sie immer von so Menschen wie von mir darauf angesprochen werden? Ehrlich gesagt, ja. Ja, gut. Geht mir echt, geht mir echt irre auf den Zeiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, weil darauf kann man das wirklich nicht reduzieren. Aber ich möchte wieder eines klarstellen. Ich hoffe, Sie haben es auch anhand meines Vortrags gemerkt. Meine große Liebe und Leidenschaft gehört Europa. Ja. Und ich setze mich insbesondere für Europa ein und ich werde auch immer meine Herkunft und meine Wurzeln immer kennen. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir Europäer gerade in der Situation, wie wir uns befinden, nicht einen Konfliktkurs einer Provokation mit Russland suchen sollten, sondern einen Annäherungskurs. Denn ich weiß, dass der diplomatische Dialog durch nichts ersetzt werden kann. Und gerade in diesen Zeiten, wo wir bestimmte Bündnisse hinterfragen müssen und nach Eigenständigkeit in Europa suchen, kann ich nur sagen, bitte verlasst euch nicht nur auf einen Freund, versucht euch zwei und drei zu suchen, das ist vielleicht stabiler. Gut, zwei kurze Schlussfragen. Das eine auch von einem Zuseher hier. Kommt alles Benzin und Diesel an österreichischen Tankstellen aus der Raffinerie, aus Ihrer Raffinerie in Schwechat, oder kommt nur der OMV-Benzin? Das heißt, wenn ich jetzt bei einem anderen Unternehmen tanke, kommt der irgendwo weit her, tausende Kilometer, oder ist das alles eins? Also auf eins können wir uns einigen, das beste Benzin und Diesel, was man in Österreich tanken kann, kommt aus der Raffinerie Schwechat. Gut. Es gibt keine, auch nur annähernd so gute Qualität wie die wir da machen. Das kann man fast trinken. Allerdings, in der Red Bull-Halle kriegen sie da also wirklich auch Flügel davon. Also, was wir natürlich haben, jeder Händler deckt sich unterschiedlich ein. Darum kann ich Ihre Frage nur bedingt beantworten und nicht sehr konkret. Aber nicht jeder Tropfen Benzin, der an einer Tankstelle in Österreich angeboten wird, kommt aus unserer Raffinerie in Schwechat. Der beste Tropfen kommt aber von uns. Eine Kundin hier fährt ein Gasauto und beklagt sich darüber, dass die nicht mehr besonders gefördert werden von der Politik. Und zum anderen auch die Ausstattung mit Gastankstellen sich in Grenzen hält. Sie haben heute hier auch den Vorzug von Gas, auch beim Auto, eigentlich das Beste, was momentan herumfährt. Mhm. Aber es kommt nicht so recht in die Gänge. Ja, also ich kann natürlich in diese Melodie einstimmen, dass die Politik natürlich noch mehr Förderung machen sollte. Das ist aber nicht mein Hauptthema. Ja. Das Hauptthema ist natürlich, it takes two for tango. Wir sind als Gaswirtschaft bereit, in die Infrastruktur zu investieren. Da gebe ich mein Commitment für ab. Jeder, der ein Erdgasauto fahren möchte und der letztendlich auch eine Erdgastankstelle braucht, wird mich als ein Partner finden können. Es braucht aber auch das Commitment der Automobilindustrie. Und da sehe ich eigentlich einen Trend, der heißt, Elektromobilität ist die Lösung für alles. Und da hebe ich ganz bewusst den Finger und sage, also wir haben eine kurzfristig sehr elegante Lösung mit dem Erdgasfahrzeug. Bitte schön, Automobilindustrie, wenn ihr mit einem gleichen Commitment euch dem Erdgasauto nähern würdet wie dem Elektrofahrzeug, hätten wir einen Case, wo ich sofort bereit bin, die Infrastruktur zu bauen. Das Zweite ist, dass wir natürlich bei dem Erdgasfahrzeug eine bestimmte Reichweite haben, die einen Vorteil hat und wo wir ganz einfach sagen, jawohl, die Compressed Natural Gas ist etwas, was gerade aus Umweltaspekten hier einen Beitrag leisten könnte. Nur wenn wir ein Prinzip haben,
in der Europäischen Union, dass die Kommission sagt, ja, ich bemesse die Zielsetzung der Erreichung der Automobilindustrie am Auspuff und ich zähle nicht die Abgase in einem Kohlekraftwerk aufs Elektron der Automobilindustrie, dann verwundert es mich nicht, dass die Automobilindustrie ganz bewusst nur auf E-Mobilität setzt und das Erdgasauto nicht gebührend fördert. So, zum Schluss, Sie sind seit 3 Jahren in Österreich als Hanseate. Wie sind Sie aufgenommen worden? Wie geht es Ihnen da als Deutscher in Österreich? Wissen Sie, ich bin ja in Deutschland geboren. Ja. Aber ich fühle mich in der Tat als ein Europäer. Und ich muss ganz ehrlich sein, wenn man eine Einstellung hat, und das ist egal, über welches Land wir hier in Europa oder so sprechen, und wenn Sie die Einstellung haben, Sie wollen sich der Kultur, dem Land und den Menschen nähern, dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass Sie sich in diesem Land wohlfühlen, und ich fühle mich hier in Österreich sauwohl. Und was gefällt Ihnen besonders? Na, der grüne Berliner, den kriegen wir hier. Ja, den haben wir jetzt. Es gibt der grüne Berliner und es gibt also wirklich schöne Zeiten im Heurigen. Ja, ich habe ein unwahrscheinlich tolles Vorstandsteam. Ja. Ja, ich muss wirklich sagen, es ist nicht nur eine sehr mit denen gute kollegiale Basis. Ja, sicher, wir machen Vorstandssitzungen im Heurigen, aber leider Gottes viel zu selten. Ja. So, aber nichtsdestotrotz genieße ich das natürlich und ich genieße natürlich auch die Besonderheit von Österreich. Es ist für mich das Land der Networker. Es ist immer ein Interesse daran, sich zu vernetzen. Und insbesondere der Vernetzungsgrad ist für mich als Unternehmer ein ganz großer Standortvorteil. Ja. Naja, und ich liebe hier die Natur, Mensch, es ist wunderschön. Ja. Ich sag mal, ich reise ja sehr viel durch die Weltgeschichte und ich muss Ihnen sagen, Reisen bildet. Und meine Reisen zeigen mir ganz deutlich, wo immer ich auch gewesen bin, ich weiß, wie schön es in Österreich und Europa ist. Zum Networking haben wir jetzt noch etwas Zeit. Ich kann Ihnen empfehlen, nach Salzburg auch zu kommen. Da haben wir zwar keine Heurigen, aber 2, 3, 4 wunderbare Bierproduzenten. 2 davon sind heute Abend auch hier. Das könnten Sie einmal testen nachher. Anschließend Trummer und Stiegl Bier, wunderbar. Herzlichen Dank. Wir bedanken uns bei Ihnen. Dr. Rainer Seele, alles Dankeschön. Gute. Vielen Dank. Viel Erfolg.